sitze jetzt hier gerade am Flughafen auf dem Weg nach Frankfurt. Ja, war ein schwieriger Tag heute, schon von Anfang an. Ja, wir haben das einfach nicht richtig erwischt, da am Anfang stecken zu bleiben hinter Lewis in der Boxengasse. Okay, das war geplant, aber das ging einfach in die Hose, weil dann kamen so viele Autos, die konnten mich nicht mehr rauslassen. Ich hing da einfach fest, ja. Und da habe ich so viel Zeit verloren. Und danach, okay, ich war schneller wie Lewis im Rennen, also das ist ein kleines positive Sache. Aber ja, hat dann einfach nicht gereicht. Ja. Ich war viel zu weit weg und bin dann wieder hochgekommen bis auf 3 Sekunden oder 3,5. Aber war natürlich immer noch zu weit für eine Attacke. Und sonst, ja, gratuliere natürlich Sebastian und Ferrari, die haben echt einen tollen Job gemacht. Ich hoffe, dass es nur streckenbedingt jetzt waren, dass die so stark waren, dass es einfach wegen der Hitze war, dass die damit besser zurechtgekommen sind mit den Reifen. Hoffe ich. Sonst wird es echt eng jetzt, weil die waren einfach schneller. Und ansonsten, ja, kleines Positive wieder ist natürlich, dass es ein richtig guter Tag für unseren Sport war. Ja. Spannendes Rennen und mein anderer Sieger. Das ist auf jeden Fall, macht das Ganze wieder noch interessanter. Und nichtsdestotrotz will ich wieder auf einstehen jetzt beim nächsten Rennen in Shanghai.